Wo bin ich, Leute? Oh Gott, hier geht es richtig tief nach unten, Leute. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Ach du heilige Scheiße, Leute. Wir sind hier nur auf einem einzigen Block. Schaut euch das an. Was hab ich denn verpasst? Ach du heilige. Schaut mal, hier geht es einfach ins Unendliche. Ich glaube, Leute, wir müssen hier irgendwie überleben. Aber wir haben nur einen einzigen Block. Wie sollen wir das denn machen? Also Leute, wenn wir das irgendwie meistern sollen, lasst auf eure jetzt ein Like und ein Abo. Da vergesst nicht, wenn ihr neu seid, die Glocke zu aktivieren. Und vergesst nicht, am 1. Dezember kommt mein erster Merch online, Leute, um 18 Uhr. Erster Link in der Beschreibung. Tja, ich würde gar nicht so viel labern. Was soll ich jetzt hier machen, Leute? Soll ich den Grasblock einfach mal abbauen? Wir bauen ihn einfach mal ab. Da müsste ja jetzt eigentlich gleich neuer spawnen. Genau, okay. So wie es aussieht, haben wir nur diesen einen Block. Wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen zu überleben, Leute. Wir kriegen hier immer neue Blöcke, wenn wir den abbauen. Haben wir schon mal ein Stück Erde. Ich würde sagen, wir erweitern das erstmal. Und bauen hier jetzt erstmal so auf diesem Block ab, bis wir da... Okay, jetzt haben wir schon Holz, Leute. Sehr gut, okay. Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal ringsrum. Will ich auch immer schön sneaken, ne? Dass wir nicht runterfallen können, Leute. Ich glaube, sneaken ist hier wirklich ganz wichtig. Kann mir vorstellen, sneaken ist sogar fast mit das Wichtigste, was man hier machen muss, weil sonst fällt man hier einfach runter. Und hier ist die erste Kiste, Leute. Ja, wir haben Eichensetzlinge. Das heißt, Leute, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal, ja, an Holz rankommen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, ich würde sagen. Wir bauen die Truhe auch direkt nochmal ab hier. Sammeln direkt nochmal hier das nächste Holz ein. Ihr seht, oha, wichtig, hier nochmal ein bisschen Gras. Natürlich nehmen wir mit. Natürlich würde ich sagen, erweitern wir unsere Basis hier auch direkt mal ein bisschen. Das heißt, ich baue hier schon mal langsam ein bisschen an. Baue den Block schon mal ein bisschen ein. Okay, sehr gut. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier vielleicht schon mal den ersten Setzling pflanzen, dass wir gleich ein bisschen mehr Holz noch haben. Weil eins könnt ihr mir glauben, Leute, Holz ist hier wirklich enorm wichtig. Aber Leute, wenn ihr vielleicht Bock habt, dass ich vielleicht das gleiche mache mit meiner... Hi, was geht? Leute... Ich habe meinen ersten Freund. Wie cool. Leute, wie sollen wir ihn nennen? Schreibt es in die Kommentare. Wie sollen wir dieses Schweinchen nennen? Ja, was ich sagen wollte, Leute. Ich wollte zwar hier eigentlich nichts Großes draus machen, aber irgendwie finde ich das gerade voll cool. Und wenn ihr vielleicht Bock habt, dass ich hier draus auch so ein kleines Projekt mache wie in meiner Minecraft-Insel und hier vielleicht mehrere Folgen draus mache. Wenn ja, lasst jetzt einfach ein Like da und schreibt in die Kommentare Hashtag OneBlock. Dann weiß ich mir mal Bescheid, Leute. Ansonsten keine Sorge, weil auch viele immer kommentieren, Leute. Natürlich nein, unser Minecraft-Let's Play auf unserer Insel ist natürlich nicht zu Ende, Leute. Aber ich finde es einfach cool, wenn ein bisschen was zur Abwechslung mal auf was anderes kommt und nicht immer das Gleiche. Deswegen denke ich, wäre es ganz cool, wenn wir vielleicht nebenbei auch mal zur Abwechslung vielleicht zu OneBlock machen. Dann halt ein paar Challenges nebenbei. Dann haben wir wieder eine Folge auf unserer Insel. Einfach ein bisschen eine Abwechslung, dass für jeden was dabei ist. Das denke ich ganz cool, Leute. Aber ansonsten könnte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, das hier vielleicht auch über mehrere Folgen zu machen. Ansonsten denke ich, dass gerade sowieso alles ein bisschen langweilig hier das Block abbauen und sagen, wir skippen das ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich hier anfange, die Base größer zu machen. Das heißt, ich würde einfach sagen, es gibt jetzt eine kurze Timelapse, wie ich hier ein paar Blöcke abbaue, würde ich sagen. Sehen wir uns gleich. Ah, nee, stopp, Leute. Wir sehen uns doch nicht gleich, denn es ist gerade was sehr Wichtiges passiert. Wir haben einen Wassereimer. Und ihr wisst, auf Skyblock braucht man ja einen Wassereimer und Lava, um einen Cobblestone-Generator zu machen. Und das müssen wir hier genauso machen. Natürlich haben wir hier nur diesen einen Block zur Verfügung. Wir hoffen einfach mal, dass bald auch gleich Lava kommt, weil dann hätten wir schon mal unendlich viele Blöcke zur Verfügung. Ansonsten machen wir auch gleich hier unsere Base wieder größer. Und... Oh nein. Oh nein. Das war gar nicht gut. Das war so ein Zeichen dafür, dass ich am besten hier mal, ja, ihr habt gerade gesehen, Leute, der Kies ist einfach durchgefallen. Um das zu vermeiden, mache ich jetzt hier mal Wasser hin. Ich glaube, das ist dafür auch am besten, denke ich, am sinnvollsten, genau. Dann können wir nämlich hier runter schwimmen und dann machen wir einmal einen Block hier unten drunter und jetzt kann auch nichts mehr rausfallen. Ich denke, das ist sehr wichtig, wenn wir jetzt hier was abbauen, kann nichts mehr runterfallen, Leute. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten sehr geil, das grüne Gras ist gerade übergesprungen. Das ist sehr, sehr nice, weil dann können wir nämlich auch hier eine komplett grüne Fläche bekommen, was auch sehr, sehr geil ist. Ansonsten, ich würde sagen, wir bauen erstmal hier wieder ein bisschen was an, dass unser Schwein hier nicht runterfällt, weil wird nicht doof, wir brauchen ja ein bisschen was zu essen. Deswegen wäre es ein bisschen dumm, wenn das Schwein runterfallen würde. Deswegen baue ich hier noch ein bisschen an auf jeden Fall. Ansonsten haben wir doch schon ein kleines, schönes Plätzchen hier auf jeden Fall bisher. Ist doch, denke ich, schon mal ganz geil. Und ja, ansonsten würde ich sagen, nochmal jetzt hier die kurze Timelapse, wie ich jetzt hier... Oh, gleich ein bisschen mehr. Kurze Timelapse, wie ich jetzt hier ein paar Blöcke abbaue. Okay, war eine schnelle Timelapse. Ihr seht, Leute, jetzt läuft hier so ein Countdown ab. Ich glaube, jetzt haben wir
die nächste Stufe erreicht. So, Holz natürlich auch ganz wichtig. Das heißt, Holz sammeln wir natürlich auch noch ab. Und ansonsten, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Wenn nicht, schreibt auch bitte mal in die Kommentare rein. Wie sollen wir unser Schwein hier nennen? Es sieht so lustig aus. Eine Fackel haben wir auch schon mal, sehe ich gerade. Das heißt, wir können eigentlich schon mal eine Fackel hinmachen. Eine Truhe haben wir auch schon. Also ihr seht, unsere kleine Insel macht sich hier langsam auf jeden Fall, Leute. Aber das war es auf jeden Fall noch nicht. Versuche natürlich auch hier, so weit wie es geht, hier zu optimieren. Ansonsten Melonen haben wir auch gerade schon mal bekommen. Sehr geil. Ansonsten Birkenholz, okay. Keine Ahnung, was ich Birkenholz brauche, aber Holz ist an sich ja eigentlich immer ganz cool. So, okay. Ja, wir haben jetzt zwei Schweine. Das heißt, wir können die eigentlich vermehren. Aber dann brauchen wir noch Karotten zu. Aber egal. Ich würde sagen, wir erweitern erstmal hier unsere Basis wieder ein bisschen. Beziehungsweise unsere kleine Insel hier, Leute. Wir haben jetzt schon wieder einige neue Erdblöcke dazu bekommen. Das heißt, wir können hier eigentlich alles ein bisschen größer bauen. Und hier die Insel auf jeden Fall ein bisschen verlängern, denke ich. Ich denke, es ist auf jeden Fall ganz cool, dass wir das alles ein bisschen größer bauen. Dass unsere Schweine auch ein bisschen mehr Platz hier haben. Ich denke, das ist ganz wichtig. Hier bauen wir ein bisschen die Länge hier auf jeden Fall auch, würde ich sagen. Zack. Okay, ansonsten ist unsere Insel auf jeden Fall schon um einiges größer geworden, würde ich sagen. Ansonsten, wir kriegen hier auch wieder Melonen. Aber wir brauchen mal was wie Karotten oder sowas. Wir müssen ja die Schweinis vermehren können irgendwie, oder nicht? Ansonsten, was wir eigentlich auch machen könnten, Leute, wir könnten eigentlich schon mal so ein kleines Gehege jetzt bauen eigentlich für die Schweinis. Ich denke, das wäre ganz cool auf jeden Fall. So. Hä? Eine Kuh ist auch schon da. Ja, okay, also ich glaube, jetzt müssen wir echt mal anfangen, hier ein kleines Gehege schon mal zu bauen. Ich würde sagen, das bauen wir einfach mal hier hin. So, ansonsten, wir erweitern natürlich auch hier alles ein bisschen auf der anderen Seite hier, würde ich sagen. Und dann haben wir ja relativ viel Holz. Das heißt, ich mache jetzt hier schon mal ganz viel Eichenholzstämme. Mach schon mal ein Crafting-Bench. Wir müssen auch irgendwie an ein Schaf jetzt reinkommen. Wir brauchen immer Wolle, weil wir müssen ja auch irgendwie schlafen. Also es kommen ja Phantome irgendwann. Das wollen wir ja nicht. Deswegen mache ich kurz erst ein paar Sticks jetzt hier. Und brauchen wir erstmal einen Zaun jetzt hier. Ich mache hier auf jeden Fall schon mal so einen kleinen, wie soll ich sagen, so einen kleinen Zaun hier auf jeden Fall. Hier haben wir ein bisschen weiter Erde hier abbauen auf jeden Fall. Die Frage ist, welcher Block... Ah, da ist er, okay. Hier brauchen wir ein bisschen mehr Erde. Dann können wir auf jeden Fall hier das jetzt alles schön so eben machen auf jeden Fall. Und dann machen wir hier schon mal so einen kleinen Zaun jetzt hin hier, genau. Hier nochmal kurz ein paar Sticks machen. Und dann machen wir auf jeden Fall sowas hier, zack. Und dann müssen wir die jetzt noch irgendwie hier reinschieben irgendwie oder reinlocken. Egal, wir schieben die einfach da rein. Ansonsten ist es auch gerade schon wieder dunkel geworden tatsächlich. So schnell geht das hier. Okay, das Schwein schieben wir auch direkt mal noch da rein. Dann hätten wir auf jeden Fall, ja, ich sag mal, die Tiere auch schon mal ein bisschen eingezäunt, was auf jeden Fall schon mal ganz geil wäre. Ansonsten, okay, jetzt muss eigentlich nur noch die Kuh da rein. Und dann hätten wir auf jeden Fall unsere kleinen Mitbewohner schon mal hier ein bisschen in Schacht hier. Komm schon, geh rein. Geh rein. Du bist echt dick, Mann. Geh rein jetzt. Komm schon. Ja. Okay. Ihr seid also schon mal drin auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt hier weiter ans Abbauen, Leute. Oh, eine neue Kiste, Leute. Ja, wir haben jetzt Karotten. Das heißt, wir können jetzt unsere zwei Schweine einmal vermehren. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal eine unendliche Essensquelle an sich. Das heißt, jetzt müsste eigentlich demnächst auch gleich die zweite Kuh spawnen, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten, ich würde einfach sagen, wir buddeln einfach mal weiter. Ein Schaf. Das ist so wichtig, Leute, weil wir brauchen auf jeden Fall Wolle für ein Bett, weil wir wollen ja nicht, dass Phantome kommen. Aber ansonsten, mit was locke ich denn Schaf? Ich glaube auch mit Weizen, aber ich habe ja kein Weizen. Das heißt, ich muss das Schaf erstmal irgendwie jetzt auch hier reinschieben. Komm schon, geh rein, Schaf. Sei ein braves Schaf, komm schon. Bitte sei ein braves Schaf, komm schon. Bitte geh rein, komm schon, geh rein. Sei ein braves Schaf, komm schon. Ja, ja, okay, sehr gut. Ansonsten auch immer schön sneaken hier, ich werde nicht runterfallen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt weiter ab, Leute. Oh, jetzt ist einfach ein Huhn gespawnt, Leute. Schaut mal, wie cool. Das heißt, das Huhn können wir eigentlich auch gleich noch hier reinmachen. Auf jeden Fall, komm rein. Okay, sehr geil, Leute. Das heißt, Huhn haben wir auch schon. Wir haben also schon mal richtig viele Tiere. An sich könnten wir eigentlich auch jetzt hier ansonsten die Basis schon mal kurz ein bisschen weiterbauen. Vielleicht hier dahinter mal noch ein paar Blöcke, dass wir nicht runterfallen. Durch irgendeinen dummen Zufall. Hier alles vielleicht noch ein bisschen schön erweitern auf jeden Fall. Zack, genau. So, okay. So. Also ihr seht, hier... Unsere Insel macht sich auf jeden Fall schon mal langsam, aber ich bräuchte jetzt noch ein zweites Schaf, weil ich auf jeden Fall gleich ein Bett brauche. Ansonsten, was ich auf jeden Fall auch machen würde, ich würde auf jeden Fall den Block hier schon mal irgendwie ein bisschen eingrenzen, ne?
Also, dass wir hier quasi ja ein bisschen besseren Überblick haben, wo wir quasi den Block abbauen, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht, würde ich sagen, bauen wir das einfach mal so frei. Hier, genau. Zack. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein bisschen Holz und machen uns hier mal ein paar Falltüren, würde ich sagen, Leute. So, jetzt hier auch nochmal ein bisschen Holz nehmen und nochmal ein paar Falltüren. Dann machen wir hier einfach überall unten so ein paar Falltüren hin. Ich denke, sieht das einfach alles ein bisschen cooler aus. Das wäre, denke ich, ganz cool auf jeden Fall. So, nochmal hier ein paar Falltüren machen. Zack. Zwei Stück, genau. Das heißt, hier nochmal, zack. Und dann machen wir jetzt nochmal hier zwei Falltüren. Und dann sieht das hier schon mal ein bisschen cooler aus mit diesem Block auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Ansonsten könnten wir an sich auch jetzt hier unten überall quasi so Erde drunter machen. Dass es einfach schon mal safe ist, dass, hier auch nicht, dass wir auch nicht aus und runterfallen irgendwie. Okay, dann machen wir jetzt hier auch noch Erde. Und da auch noch. Haben wir hier schon mal den Block auf jeden Fall relativ cool eingebaut. Das Ding ist schon mal sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, setzen wir auch mal unseren Crafting Table und unsere Crafting Bench ein bisschen weiter hier hinter vielleicht. Vielleicht hier jetzt so hin, genau. Zack. Hier unsere Kisten vielleicht schon mal hinmachen. So. Und dann können wir hier alles schon mal reinmachen, falls wir runterfallen sollten, dass wir nichts verlieren. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das schon mal alles gesaved ist. Ansonsten nehmen wir den Setzling mal und machen den jetzt vielleicht hier hinten hin, genau. Hier die anderen Setzlinge, vielleicht können wir auch schon mal ein bisschen setzen hier. Da vielleicht noch ein und dann hier noch ein. Und ich denke, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt weiter hier ans Abbauen, Leute. Oh, und da ist das nächste Schaf, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Ah, nee, ein Schwein. Oh, nee, ich hatte kurz Hoffnung. Warum ein Schwein? Ey, warum denn ein Schwein? Oh, nein. Ansonsten, Leute, ich habe mir gerade ein paar Gedanken. Hätte ich die Möhren vielleicht anpflanzen sollen? Und nicht, verfüttern? Weil jetzt können wir die Möhren ja gar nicht vermehren. Ich glaube, das war ein bisschen dumm sogar, oder, Leute? Ey, ich hoffe, da kommen demnächst noch ein paar mehr Möhren. Weil falls nicht, wäre das einfach halt komplett dumm von mir gewesen, Leute. Eieiei. Ansonsten, komm, wir schieben das Schwein auch mal hier zu den anderen Schweinen mit rein. Komm. Ey, hallo. Was ist denn da? Ich sehe da irgendwas ist da, Leute. Seht ihr das auch? Da ist irgendwas. Hm. Ansonsten, komm schon, Schwein. Komm schon, bitte. Bitte geh zu deinen Freunden. Komm schon, geh da rein. Ja, geh rein da. Komm schon. Ja, okay, sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, wir bauen jetzt weiter ab, Leute. Let's go. Oh, eine neue Kiste und ganz viele Äpfel. Okay, die machen wir auch mal hier mit rein. Zack, 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 zack. So, ansonsten, es wird auch hier schon wieder Tag. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall jetzt langsam mal ein Bett bauen. Weil, wenn wir noch zwei Nächte lang am Stück wach bleiben, kommen Phantome. Und das wäre gar nicht gut, Leute. Ich sag euch ehrlich. Ansonsten, ah, eine neue Kuh. Okay, ja, gut, eine neue Kuh. Dann würde ich sagen, Kuh, komm mal raus hier. Komm schon, geh hoch. Komm schon, Kuh, geh raus hier, bitte. Ich muss dich ins Gehege einsperren. Komm schon, geh nach oben, bitte. Ey, die wenig, Leute. Die hat keine Lust, nach oben zu gehen. Jetzt komm schon. Mach's mir doch nicht so schwer. Ja, die will sogar freiwillig reinschaut. Komm schon. Geh rein da jetzt. Komm. Ja, die Kuh ist auf jeden Fall... Nee. Was ist, die ist so halb drin, halb draußen. Ey! Hallo! Geh wieder rein! Ihr sollt nicht nach draußen. Ey! Hallo! Die brechen alle aus hier. Hallo! Hört doch auf auszubrechen, Leute, die brechen alle aus, schaut mal. Jetzt sind ja alle auf der Insel, das geht gar nicht. Hallo, geh rein da wieder. Geh rein, Babyschwein, komm schon. Geh wieder rein zu deiner Mama, genau. So, du gehst da jetzt auch rein. Komm, mach dich rein da jetzt, komm. Geh rein da jetzt. Ja, geh rein. Ja, ja. Okay, jetzt musst du nur das Schwein da rein. Komm schon, Schweini. Komm schon, geh rein da, bitte. Komm schon, geh raus aus dem Loch, Mann. Du musst ins Gehege. Komm schon, geh raus, bitte, Schweini. Komm schon, bitte. Also, ich weiß nicht, das Schwein will irgendwie nicht, Leute. Hallo, Schweini. Jetzt komm schon, bitte, geh raus da, Mann. Bitte. Ja, dann bleibst du halt da. Ist mir jetzt auch egal. Ich baue jetzt weiter meine Blöcke ab. Ah, das Schwein ist raus, Leute. Ja, jetzt komm schon, bitte geh da rein. Komm schon, ich quetsch dich jetzt da rein. Das ist mir jetzt egal, komm schon. Ja, geh rein. Ja. Ja, ja, wir haben alle drin, Leute. Schaut mal, die sind jetzt alle drin. Sehr cool. Ich würde sagen, wir erweitern erstmal unsere Insel und bauen erstmal hier ringsrum ums Gehege vielleicht noch so. Hä? Keine Ahnung, wie er das jetzt gemacht hat. Auf jeden Fall gehst du da bitte schön wieder rein, Kollege. Kollege, du gehst jetzt wieder rein. Geh rein. Genau so. Ansonsten würde ich sagen, können wir unsere Insel jetzt wieder erweitern. Ihr seht das schon. Hier werden wieder ein paar Erdblöcke, zack. Das heißt, wir erweitern die Insel auf jeden Fall wieder ein bisschen, zack. Sehr cool. Also ihr seht, Leute, unsere Insel hier, die wächst stetig auf jeden Fall hier. Ihr seht das. Wird Zeit zu Zeit immer größer hier. So muss es auf jeden Fall, genau. Jetzt können wir alles ein bisschen breiter machen, auch hier. Und wieder ein bisschen länger bauen auf jeden Fall hier. Genau, zack, zack, zack. Also ihr seht schon, unsere Insel wird immer größer. Wenn ihr überlegt, dass wir auf einem Block angefangen haben, Leute. Und jetzt mittlerweile, ja, ich sage,
sag mal, hier schon so eine kleine Insel haben, ist das doch schon mal relativ cool, finde ich. Oder, Leute? Ich würde sagen, wir bauen jetzt weiter hier auf jeden Fall den Block ab. In der Hoffnung, dass wir vielleicht endlich jetzt mal Lava bekommen. Dass wir eine neue Kuh. Okay. Dann Kuh, würde ich sagen, komm schon, bitte. Ja, geh rein. Geh rein. Ja. Oh. Jetzt ist das Hühnchen ausgebüxt. Ja. Leute, guckt euch das an. Wir haben jetzt hier schon richtig viele Tiere drin. Finde ich richtig cool. Würde ich sagen, wir machen uns jetzt weiter ans Abbauen. Ja, endlich ein zweites Schaf, Leute. Ja, endlich. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir ein Bett brauchen. Das heißt, wir bräuchten jetzt zeitnah mal ein bisschen Eisen, dass wir eine Schere machen können. Und das Schaf hier zu entwollen. Oder wie man das auch immer nennen mag. Ansonsten, ich denke, das Schaf ist auf jeden Fall drinnen jetzt. Sehr cool. Also ihr seht, unsere Tiere werden auf jeden Fall immer mehr. Und da ist die nächste Kiste. Und da haben wir neue Setzlinge auf jeden Fall. Die placen wir auf jeden Fall hier. Und dann bauen wir auch hier jetzt ein bisschen weiter, würde ich sagen. Zack. Und einfach mal straight hier hin. Dass wir auch hier vielleicht mal ein bisschen mehr Abstand haben und hier mal den nächsten Setzling placen können, würde ich sagen. Also ihr seht, wir haben schon richtig viele Setzlinge auf jeden Fall. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Hier genau, dann setzen wir die überall mal hin. Ein Ei haben wir auch bekommen. Das machen wir einfach mal hier rein, würde ich sagen. Zack. So, alles schön reinmachen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns weiter ans Abbauen. Noch ein Schaf. Ja, let's go. Dann haben wir schon drei Schafe, Leute. Aber das Schaf müssen wir jetzt auch irgendwie noch in den Käfig reinbekommen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das machen sollen, Mann. Komm schon, bitte. Du musst da rein. Komm schon. Spring raus aus dem Loch. Komm schon, Mann. Bitte. Ey, das Schaf will nicht. Okay, dann bleibst du halt hier. Ist mir auch egal. Ich baue jetzt weiter den Block ab. Ein neues Huhn, Leute. Wir haben jetzt ein Schaf und ein Huhn. Sehr nice, aber die müssen irgendwie hier raus. Ich glaube, wir improvisieren da jetzt ein bisschen. Und zwar mache ich mir jetzt hier ein paar Treppen einfach, Leute. Passt mal auf. Zack. So, hier. Dann mache ich halt jetzt ein paar Treppen. Wenn ihr es so nicht haben wollt, dann müssen wir halt so improvisieren. Ist mir jetzt auch egal. So, das heißt, ich mache jetzt hier so eine Treppe hin. Und dann schiebe ich euch einfach hier raus. Jetzt kann ich hier mich einfach hier rausschieben. Achtung, zack. So, genau. Dann mache ich halt so. Ansonsten, glaube ich, müssen wir unser Gehege mal ein bisschen erweitern, so wie es aussieht, Leute. Weil die haben damals noch keinen Platz mehr hier. Wollen ja auch keine Massentierhaltung machen. Das heißt, ich würde sagen, Leute, wir erweitern jetzt mal hier, ja, deren Gehege ein bisschen auf jeden Fall. So, hier ein bisschen anbauen, denke ich einfach, dass sie hier ein bisschen mehr Platz bekommen. Weil die haben hier echt wenig Platz, muss man ehrlicherweise sagen, Leute. So, hier. Aber ich denke, das sieht doch auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus jetzt. So, das heißt, wir machen jetzt hier noch ein paar Zäune, würde ich sagen, auf jeden Fall. So, genau. Hier jetzt mal ein paar Stämme. Und jetzt hier noch ein paar Zäune, würde ich sagen. So. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar neue Zäune. Und können hier auf jeden Fall noch ein bisschen anbauen, Leute. So, zack. Hier. Bisschen anbauen. Ja, ich weiß, ihr wollt ja auch ein bisschen mehr Platz. So, ne, das verstehe ich, ja. Deswegen mache ich hier noch ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. So, mache ich jetzt hier auf. Und dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz hier. Und müsst nicht so auf engen Raum sein. Ich hoffe, das freut ihr jetzt auf jeden Fall ein bisschen. Yeah. Also, ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Platz, würde ich sagen. Und das heißt, umso besser für uns, weil jetzt können wir nämlich auch hier die anderen Tiere besser reinschieben. Komm schon, geh rein, Schaf. Ja, geh rein. Ja. Okay, das Huhn, das können wir eigentlich ganz einfach mit Weizenkörnern locken. Einfach hier, komm schon, Hühnchen. Komm mit. Ja, komm schon. Komm hier rein, komm hier rein. Ja, sehr gut, Leute. Perfekt. Ja, also unser Gehege ist auf jeden Fall gut dabei, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ich mache mich jetzt hier weiter als Blockabbau, Leute. Let's go. Eine neue Kiste ist gespawnt und wir haben Eier und einen neuen Eichensetzling bekommen. Und der erste Baum ist gewachsen, Leute. Sehr nice. Okay, das freut mich auf jeden Fall gerade schon mal sehr, dass der erste Baum hier gewachsen ist. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall hier jetzt schon auch schon mal, ja, ich sag mal, hier die erste, Axt, sag ich mal, machen. Und hier den ersten Baum auf jeden Fall auch fällen. In der Hoffnung, dass auf jeden Fall keine Setzlinge runterfallen, weil Setzlinge sind sehr, sehr wichtig, Leute, tatsächlich. Das heißt, hier, ich baue hier auf jeden Fall mal alles schön ab, so. Und dann, ja, es sollte eigentlich nichts groß runterfallen. Okay, wir könnten halt vorsichtshalber vielleicht mal kurz sporadisch kurz schauen, dass wir noch ein bisschen Erde vielleicht bekommen. Ich brauche noch ein bisschen Erde. Komm schon, Erde. Ja, dann nehmen wir erstmal kurz Eichen, Birkenholz. Auch nicht schlimm, aber einfach, dass wenn hier quasi Setzlinge runterfallen, wir die auffangen und die nicht runterfallen. Das wäre mir einfach ganz wichtig, Leute. Weil jeder Eichenholz-Setzling oder irgendein Setzling allgemein Holz ist hier sehr, sehr wichtig, Leute. Deswegen, das ist hier höchste Priorität auf jeden Fall. So, aber okay. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier weiter ab, meine Freunde.
Oh, eine neue Kiste, Leute. Oh, wir haben jetzt einen grünen Grasblock. Aus folgendem Grund. Den hätten wir jetzt quasi setzen können, damit wir unsere Insel grün machen. Aber wir hatten ja Glück und das Gras ist direkt übergesprungen. Deswegen ist der jetzt gar nicht so wichtig. Aber über die neue Setzlinge freue ich mich natürlich hier. Die platziere ich hier auf jeden Fall auch direkt, würde ich sagen. Hier, genau, zack. Weil Setzlinge sind, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, Leute. So, das ist schon mal sehr wichtig. Okay, hier ist leider bisher keiner gedroppt. Okay. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier die Kiste ab. Und ihr seht schon, Leute, wir haben jetzt hier das nächste Level geschafft. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns jetzt noch an, was das nächste Level ist. Und dann würde ich sagen, war es dann aber auch schon mit der heutigen Folge OneBlock. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf mehr solche Folgen habt, lasst mich das gerne in die Kommentare wissen. Dann mache ich auf jeden Fall gerne noch ein paar 2 draus. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns jetzt im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.